Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Einem Video, bei dem ihr ganz groß und aktiv dabei wart. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, welche Bücher ihr gerne von mir sehen möchtet. Im Sinne von, zeigt mir ein Buch, das, Und es waren 28 Fragen, wenn ich mich jetzt nicht irre, also Themenvorgaben, und ich werde das jetzt in zwei Videos splitten, da ich ja doch dazu neige, ein bisschen länger über Bücher zu sprechen und mich ungern kurz halte. Das ist tatsächlich in anderen Teilen meines Lebens eher anders, aber bei Büchern da könnte ich reden und reden und reden, ihr wisst das bestimmt. Ja, ich mache heute den ersten Teil mit 14 Büchern und auch 14 eurer Fragen, und ich denke, dann in der nächsten Woche kommt Teil 2 dazu. Ich habe versucht, auch die Fragen so ein bisschen thematisch zusammenzubringen. Das fällt, glaube ich, vor allem dann im zweiten Teil ein bisschen auf, und es gibt auch ein Buch bzw. eine Reihe, die doppelt ist, aber ich will noch gar nicht so viel verraten. Ihr findet alle Bücher und auch mein Instagram unter anderem natürlich wie immer unten in der Infobox. Schaut da super gerne vorbei. Ich plane öfter mal solche Aktionen, dass ihr im Grunde Themen vorgebt, Bücher, Fragen, und ich das dann in ein Video verpacke, und würde mich da freuen, wenn ihr aktiv mit dabei seid. Also schaut da gerne mal vorbei und folgt mir gerne auch auf Instagram. Wir starten mit der Frage, dem Buch Nummer 1, dich mit seinem ersten Satz sofort in den Bann ziehen konnte. Ich glaube, es verwundert jetzt keinen, wenn ich zitiere: In a hole in the ground, there lived a hobbit. Ja, es geht um Mittelerde, es geht explizit hier um den Hobbit von J.R.R. Tolkien. Das war damals wirklich ein erster Satz, wo ich mir dachte, wie geil ist der? Ich habe zwar mit Herr der Ringe begonnen zu lesen, damals in der 7. oder 8. Klasse, habe dann ja aber natürlich irgendwann recht schnell danach zum Hobbit gegriffen, und da dachte ich wirklich, wie cool ist das, mit einer Beschreibung anzufangen, dass wir in einer Höhle sind, dass wir hier unter der Erde im Grunde irgendwie sind, und da ist ein Hobbit. Und natürlich wusste ich jetzt aus dem Herrn der Ringe schon, was Hobbits sind. Hier aber so eingeführt zu werden in die Geschichte, in das Hobbit-Leben, in das Auenland. Ich bin nicht der ganz größte Fan vom Hobbit. Ich finde, dass der doch sehr übertrieben oft beschrieben wird. Es ist trotzdem irgendwie für mich immer so eine Art Kinderbuch, das uns im Grunde in diese Welt bringt. Es ist nicht so tiefgreifend, wie es zum Beispiel der Herr der Ringe ist, der natürlich eine ganz andere Zielgruppe anspricht, aber es ist eine schöne Geschichte, vor allem so für zwischendurch. Über die Filme möchte ich bitte gar nicht sprechen, besonders dann ab Teil 2, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, die ignoriere ich sehr gerne. Teil 1 vielleicht noch ganz okay, aber dann hört es irgendwie auf. Aber natürlich hier der Hobbit, und in dieser auch, ich finde, super schön englischen Ausgabe. Ich mag diese schlichte, ich habe auch die Herr der Ringe Ausgabe in diesem schwarzen, schlichten Design mit dem Auge im Grunde in drei verschiedenen Farben. Und ich, hier unten sieht man es sogar auch, die drei von Herr der Ringe. Und definitiv ein erster Satz, der mich auch in diese Geschichte immer wieder beamt, und den ich, glaube ich, auch einfach nie vergessen werde. Zweites Buch. Zeig mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, zu Tränen gerührt hat. Und ich bin eine große Heulsuse, und ich gucke in mein Highlight-Regal, und da gibt es so einige Bücher, die mich zum Weinen gebracht haben oder auch hinter mir durchaus. Also es gibt unglaublich viele Bücher, bei denen ich weine. Nicht unbedingt immer nur vor Traurigkeit, sondern auch so, vor Erleichterung, vor Freude, vor, wie schön das eigentlich ist. Also ich bin schon eine große Heulsuse, was das angeht. Und ich habe in diesem Buch besonders am Ende aus ganz unterschiedlichen Gründen geweint. Es ist Mr. Parnassus Heim für Begabte, für magisch Begabte von T.J. Klune. Und ich habe in diesem Jahr schon so viel davon geschwärmt. Und das ist echt so ein Buch, wo es ganz unterschiedliche Gründe gibt zu weinen. Einmal, weil es einfach so herzlich ist, so schön ist, weil die Charaktere so besonders sind, weil deren Leben einen so zum Weinen rührt, wie es ihnen geht, wie sie damit umgehen, aber auch das Ende, das so herzlich ist, so echt ist, so lebenswert, so authentisch. Und es hatte einfach so viele unterschiedliche Gründe zu weinen. Und das finde ich einfach so das Besondere, weil man oft ja in einem Buch immer nur irgendeinen Grund hat,
und hier aber so viele Gründe zusammenkommen und ja, ich da durchaus wirklich an meinen markierten Stellen oftmals so sitze und denke, ach, das war schon schön. Ja, ich habe jetzt auch schon gehört, dass das Hörbuch toll vertont sein soll und ich denke für einen Reread, vielleicht mal so im nächsten Jahr, ja, werde ich dann mal zum Hörbuch greifen und ja, es war wirklich ja, richtig, richtig schön und hat mich definitiv zum Weinen gebracht. Dann ein Buch, das dich richtig glücklich gemacht hat. Und ich glaube, ein Buch, wo ich wirklich so dachte, ja, also das ist so, war so meins, ist Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Im letzten Jahr gelesen, ein Highlight gewesen, auch viele, viele Markierungen. Und das war so ein Buch, wo ich total mich wie ein Kind gefühlt habe, mich gefreut habe über diese kreative Welt, über diese wahnsinnig coole Sprache, über das mal etwas ganz anderes wiederlesen, über eine Fantasy-Welt, die innovativ ist, die anders ist, die so viel Detailverliebtheit hat. Und ich habe mich da wirklich glücklich gefühlt wie ein Kind, das ja irgendwie eine neue Geschichte für sich entdeckt. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass andere Geschichten, dass das alles irgendwie so einheitsbrei ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber das hat letztes Jahr einfach für mich auch so herausgestochen, weil es einfach anders war, weil es auch sehr kreativ war und weil auch Walter Mörs sprachlich wirklich viel, viel, viel drauf hatte. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, es mir vorlesen lassen von Dirk Bach. Das war auch was, was ich wirklich wie ein Highlight finde. Also noch zusätzlich zum eigentlichen Buch. Also ein Buch, das mich wirklich glücklich gemacht hat. Und ich habe ja auch 2 oder 3 Bücher jetzt aus der Walter Mörs Welt noch auf dem Sub, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und bin da sehr gespannt, ob die mich auch so glücklich machen können. Dann ein Buch, beziehungsweise ja, dich zum Lesen gebracht hat. Hier habe ich mir mal die Grimms Märchen rausgesucht. Tatsächlich muss ich da so ein bisschen überlegen, weil es gab schon viele Bücher, die ich in meiner Kindheit vorgelesen bekommen habe, die ich dann auch selbst einfach lesen wollte. Gab aber auch Bücher, die man eben einfach dann für sich entdeckt hat, die man immer wieder gelesen hat. Und aber ich glaube schon so ein Gedanke als Kind, insofern man das irgendwie nach 30 Jahren oder länger nachvollziehen kann, waren für mich die Grimms Märchen. Also ich habe die Märchen geliebt, von Schneewittchen über Dornröschen, das Aschenputtel, Hans im Glück. Und ich wollte die einfach für mich selbst entdecken. Ich wollte die einfach lesen, wann ich darauf Lust habe. Ich wollte nicht das Augenrollen meiner Eltern, die sich dachten, nein, nicht schon wieder Aschenputtel. Nee, lass uns doch mal was anderes lesen. Ich glaube, dass das wirklich ein Anstoß war, eben einfach in diesen Märchenwelten. Und da merkt man schon, meine Vorliebe für Fantasy war definitiv früh geweckt. Und ja, mit den Prinzessinnen und diesen verschiedenen Welten und auch wenn natürlich Grimms Märchen an mancher Stelle auch sehr brutal sein kann, also allein wenn ich an Rotkäppchen denke, das ist ja eine Geschichte, wo ich wirklich als Kind schon sauer war auf Jäger und dieses dumme Kind, das einfach nicht gehört hat und dafür musste dann der Wolf irgendwie leiden, also das sieht man nicht, war schon immer sehr emotional beim Lesen dabei und ja, ich glaube, wenn man das irgendwie greifen noch kann, würde ich das tatsächlich sagen und ja, würde denken, es sind die Grimms Märchen, die ich ja in verschiedensten Varianten auch mal hier habe, hier hatte, die oft tatsächlich mit Kinderbesuch dann eben auch mal herauswandern, aber ich ja, ich habe hier so eine schöne illustrierte Ausgabe entdeckt, ja, vielleicht wird die einfach mal eines Tages bei mir einziehen. Dann ein Buch, das Hoffnung macht und depressive Stimmung vertreibt. Und ich zeige jetzt ein Buch, wo sich mancher fragen wird, hä, das passt überhaupt nicht, weil es einen doch etwas anderen Ruf an mancher Stelle hat, beziehungsweise oft ihm ein Stempel aufgedrückt wird, den er nicht gerecht wird. Und vielleicht wissen jetzt manche schon, welches Buch da von mir kommt. Das ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Jetzt kann man natürlich sagen, hier hat man 2 Jugendliche, die ja sehr krank sind, die Krebs haben, die ja irgendwie sich kennenlernen mit dem Wissen, dass es nicht lange dauern wird. Aber dieses Buch macht mir positive Stimmung. Wenn man nämlich diese Krankheit einfach außen wegschiebt, außen vorlässt, so wie es die Charaktere auch machen, dann hat man eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft, über Liebe, über Gefühle, über Emotionen, über Ängste und auch über Hoffnung. So, so viel Hoffnung. Und das ist eine Geschichte, die mich immer wieder begeistert, die mich immer wieder positiv zurücklässt.
am Ende dieses Buches habe ich eine Träne in den Augen, weil ich traurig bin und gleichzeitig eine Träne, weil ich innerlich lächle, weil ich so hoffnungsvoll und motiviert bin. Und das ist einfach wirklich ein Buch, das, finde ich, einen immer rauszieht, weil man einfach merkt, wie diese Charaktere, natürlich fiktiv, mit Krankheiten umgehen, mit dem Tod umgehen, mit dieser Sicht darauf, dass das ja jeden Tag so sein kann und besonders auch bei mir ja in diesem Jahr tatsächlich so ein Thema einfach leider ist, wo man merkt, es geht eben irgendwie weiter und man hat Hoffnung. Und das, ja, ich finde das Buch sehr hoffnungsmachend und dass man nicht immer das Humor die Lösung ist, aber wenn man sich selbst manchmal nicht so wichtig nimmt oder was irgendwie passiert ist, sondern das lebt, was jetzt ist. Und ja, also für mich passt dieses Buch einfach zu dieser Frage und ja, wird mal wieder Zeit, einen Reread zu machen. Ein Buch, das dich nachts nicht hat schlafen lassen, weil du dich so gegruselt hast. Also ja, das kommt durchaus mal vor. Es kommen jetzt auch zwei Bücher, wo es so ein bisschen um schlaflose Nächte geht. Und ja, durchaus gibt es Bücher, bei denen ich mich grusle. Allerdings habe ich das eher selten. Aber ein Buch, das mich wirklich damals in den Schlaf begleitet hat und ich wirklich so ein bisschen echt einen Horror hatte. Es ist Terror von Dan Simmons. Wir haben hier ja die Reise von zwei Schiffen über die, ich kann mir das nie merken, über die Nordwestpassage. Und diese Geschichte ist ja echt. Die Terror und die Erebus gab es wirklich. Die Menschen, die hier im Grunde die Besatzung waren, gab es wirklich. Man weiß nur nicht, was ist passiert, als diese zwei Schiffe im Grunde im ewigen Eis gestrandet sind. Und hier fängt eben die Fiktion an von Dan Simmons, der sich eben die Frage gestellt hat, was hätte denn passieren können? Und was ich hier sehr gruselig fand, war tatsächlich dieses Eingesperrtsein in diesem ewigen Eis, in dieser Kälte und tief im Innern ja zu wissen, und ja, jetzt sind wir natürlich gespoilert, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, ähnlich wie bei der Titanic, aber man selbst als Besatzung ja irgendwann wusste, man kommt hier wahrscheinlich nicht mehr lebend raus, man sitzt in diesem Schiff fest, Leute um einen herum sterben vor Kälte, mit Krankheiten und so weiter und es gibt keinen Plan, es gibt keine Lösung, es führt hier nichts heraus und wir sind ja auch relativ früh in der Zeit, 1845, und das war für mich, ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, und das war für mich wirklich so der blanke Horror. Also diese Vorstellung, ich hänge hier fest und ganz im Innern, wenn nicht sogar ein bisschen schon im Bewussteren, weiß ich genau, ich komme hier nicht mehr raus. Ich sitze hier in dieser Scheißkälte fest und friere und um mich herum sterben meine Kollegen, meine Freunde. Und dann gibt es hier noch einen etwas nicht so direkt greifbaren, würde ich es jetzt mal nennen, Aspekt, Teil der Geschichte, den ich auch wahnsinnig gruselig und spannend fand. Also das, ja. Also Terror, ein ganz besonderes Buch, wo man fast auch mal drüber nachdenken sollte, ob man nicht einen Reread macht, vielleicht mal im Winter. Da bietet es sich an. Wir hatten es ja damals, glaube ich, auch im Januar oder Februar gelesen. Bei uns waren minus 20 Grad. Hier drin hat man von minus 40 gesprochen. Es war hier noch sehr angenehm warm. Also ein Buch, was ich sehr, sehr besonders finde. Und ich wirklich den ein oder anderen Gruselfaktor hatte. Und dann ein Buch, das dir schlaflose Nächte bereitet hat. Und hier gibt es durchaus auch so ein paar Bücher. Eher schlaflos, weil man es nicht weglegen möchte. Hier war aber der Moment tatsächlich so, wo ich mir dachte, oh, wenn du jetzt die Augen zumachst. Ja, die Rede ist von Bird Box von Josh Mellerman, habe ich nicht mehr hier, daher jetzt auch eingeblendet. Ein Buch, wo es ja darum geht, dass irgendetwas da draußen ist, was die Menschen wahnsinnig macht, was die Menschen dazu bringt, sich selbst umzubringen, andere umzubringen. Und man jetzt im Grunde immer, wenn man nach draußen geht, die Augen schließt, Rollläden zumacht und alles und eben möglichst nicht nach draußen geht. Und in dieser Geschichte spielt eben auch eine junge Frau eine Rolle, die mit zwei Kindern und verbundenen Augen
eben auf der Suche nach irgendwie was ist. Und auch sehr gut verfilmt, finde ich, von Netflix mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Ich fand das Buch damals unfassbar spannend. Mir hat es sehr viel Lesespaß gebracht. Ich wollte es auch nicht weglegen. Und diese schlaflose Nacht führte eben daher, dass ich mir immer dachte, wenn du jetzt die Augen zumachst und irgendwo ist ein Geräusch, machst du diese Augen wieder auf oder was machst du jetzt? Und ich sehe das wirklich, ich sehe mich noch wie heute wirklich in meinem Bett liegen, mit dem Blick gerichtet zur Zimmertür und eigentlich willst du deine Augen nicht zumachen, aber du musst schlafen. Aber wenn du sie jetzt zumachst und dann ist ein Geräusch und du machst sie auf, was passiert, wenn das wirklich passiert? Also ich sehe das, ich habe das heute, ich habe dieses Gefühl immer noch in meinem Kopf nach all den Jahren und das war wirklich so ein Buch, wo ich lange Zeit überlegt habe, schließe ich meine Augen oder nicht oder dann teilweise eben auch die Augen zu hatte und dann kam irgendwie ein Geräusch. Ich meine, in meinem Haushalt leben schon immer Katzen. Ja, das hatte auch schon irgendwo natürlich diesen Gruselaspekt, aber eben ganz anders und diese Vorstellung, da ist irgendwas da draußen und es kann einem ja keiner mehr berichten, weil die Leute wahnsinnig, also ich fand, ja, tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte mal einen Reread gestartet damals, als auch das Buch verfilmt wurde, das hat für mich aber irgendwie nicht mehr so richtig geklappt. Aber beim ersten Mal lesen fand ich es wirklich richtig, richtig gut. Das achte Buch soll dann ein Buch sein, das mich verzaubert hat. Und natürlich habe ich einige Fantasy-Bücher, die mich verzaubert haben mit ihrer Magie, mit ihrer Welt, überhaupt, dass darin gezaubert wurde. Aber ich habe etwas herausgesucht so für den ja, tierischen Zauber, nämlich Herzensräuber von Beate Rügiat. Und hier geht es um die Hündin Zola, die gefunden wird von Tobias, dem Buchantiquariat. Und sie ist ein Straßenhund und hat aber die Gabe, im Grunde die Menschen zu den Büchern zu führen, die sie gerade brauchen. Und das ist ein Buch, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren schon bis zu 10-mal auf jeden Fall verschenkt habe, weil es mich ganz, ganz tief im Innern verzaubert hat. Diese Zola, diese Geschichte drumherum, wie toll sie Bücher spürt, wie sie das spürt, was die Menschen brauchen wollen, manchmal merken, dass sie eigentlich nicht das wollen, was sie denken, sondern etwas anderes brauchen und wie Zola hier eben diese Geschichten aufgreift und auch wie das Zusammenspiel mit Tobias ist, was auch in seinem Leben passiert, in dem Antiquariat, welchen Zauber auch Bücher haben können und das war so eine tolle Geschichte. Ich habe die, also glaube jetzt auch schon 2-mal gelesen und ich fand die immer wieder schön. Also richtig, richtig toll. Wirklich ein Buch auch, was ich jedem empfehlen würde, der Tiere mag, der Bücher mag, der irgendwie auch sich so ein bisschen verzaubern lassen möchte. Also ich finde, das passt bei diesem Buch wirklich sehr, sehr gut, auch wenn es nichts mit Magie oder so zu tun hat. Aber es ist sowas, was einen ganz besonderen Zauber um einen legt. Dann ein Buch, das dich innerlich kaputt gemacht hat. Und auch da gibt es so einige Bücher, die mir einfallen, aber ich glaube, so richtig zerstört hat mich wohl die Harry Potter-Reihe. Und sie hat mich, glaube ich, auch sehr verdorben. Das gehört noch dazu. Hier die englische Special-Ausgabe in der Gryffindor-Variante, also wirklich im kompletten Rot gehalten, zum 20-jährigen Erscheinungstermin, fällt mir gerade das Wort, das Jubiläum, The Philosopher's Stone, also der Stein der Weisen und ja, Harry Potter hat alles. Es hatte damals eine wahnsinnig tolle Welt, es war kreativ, es war sprachlich toll, es hatte wahnsinnig tolle Charaktere, es hatte im Grunde nicht nur einen Protagonisten, sondern sehr viele, die ihn begleitet haben, die, wenn ich ganz falsch so rangekommen sind an seiner Präsenz, aber sehr dabei waren. Wir hatten Wendungen, die keiner irgendwie hat kommen sehen. Wir hatten Grusel, wir hatten Magie, wir hatten Düsternis, wir hatten Hoffnung, wir hatten Hoffnungslosigkeit und alles endet dann ja wirklich in einem großen Finale und da ist so viel in mir zerbrochen, an Charaktere, die viel verloren haben, an Charaktere, die sich für immer verändert haben. Und es gibt so viele Momente in diesem Buch, wo ich geweint habe, wo ich total mich aufgeregt habe, warum J.K. Rowling das hat so geschrieben, warum das hat das nicht anders enden können. Und nein, es muss nicht immer ein Happy End geben und das wäre auch total falsch gewesen. Ich bin ja schon sehr froh, dass zumindest vom Trio keiner irgendwie hat sterben müssen. Aber
Ja, das Buch oder die Reihe, ich glaube, man muss hier wirklich von einer Reihe sprechen, die hat mich, glaube ich, im guten Sinne, wie das hier in Klammern stand, kaputt gemacht. Und auch dieses Warten auf die Bücher, auf dieses Freitag ist es angekommen, montags hat man sich darüber unterhalten. Das war einfach auch so etwas ganz Besonderes, was man sehr, sehr selten dann im Nachgang irgendwie erlebt hat. Und ja, also definitiv das Buch, die Reihe, die zu dieser Antwort ja, oder zu dieser Frage für mich passt. Nummer 10. Zeig mir ein Buch, das du viel besser fandest als erwartet. Ja, zudem ein Buch, zu dem ich lange überhaupt nicht gegriffen habe, beziehungsweise einer Buchreihe, die ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Und auf einmal haben mir das 2, 3 Freundinnen empfohlen. Ich habe zum Hörbuch gegriffen und habe 7 Bände in 5 Wochen gehört. Und das spricht schon für sich. Ja, es ist die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Hier das letzte Buch, Winter eines Lebens. Ich weiß gar nicht, ob die hier alle abgebildet sind. Nein, in meinem Regal stehen sie auf jeden Fall alle. Ah ja, hier sieht man Band 1 bis 3. Und hinten ist dann, ja, da ist nochmal so eine broschierte Ausgabe, gar nicht so schlecht, sind dann die anderen 4 Bände. Und eine Geschichte, wo ich anfangs noch so dachte, ja, wir haben hier was Historisches und begleiten hier eben irgendwie diesen Harry Clifton. Und begleiten ihn jetzt und irgendwie durch, ja, 70 Jahre ja fast am Ende und ja, hörst du halt mal rein. Ja, damit war es nicht getan, wie man unschwer an der Schnelligkeit erkennen kann. Es hat mich total gefesselt. Ich fand die Cliftons, wir haben ja nicht nur einen, der erzählt, also nicht nur Harry, wir haben seine Frau, wir haben Schwager, Schwägerinnen, Nebencharaktere, jeder, der uns mal so ein bisschen was von seiner Perspektive auch erzählen kann. Und es war einfach eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte. Wirklich über fast 70 Jahre mit den Begebenheiten zur damaligen Zeit, den Veränderungen in den Zeiten, natürlich auch politisch. Jeffrey Archer ist definitiv in der Politik gefühlt irgendwie zu Hause. Und das merkt man eben auch hier. Allerdings, als Harry Clifton ist ja auch ein Schriftsteller, auch das hat er mit einfließen lassen, dieses Autorenleben, wie sich das verändert hat, wie man früher Bücher geschrieben und herausgebracht hat und wie das eben 50 Jahre später war. Und es ist wirklich ein Auszug, ja, im Grunde eines, über, ja, fast eines Jahrhunderts, nicht ganz, was eben in England und auch auf der Welt irgendwie passiert ist. Und es hat mich so gepackt, so gefesselt, ich hätte damit nicht gerechnet. Das muss ich wirklich sagen. Ich war anfangs so ein bisschen, ja, liest du halt mal rein oder in dem Fall hörst du mal rein und es war die beste Entscheidung. Und ich habe alle 7 Bände hier, ich habe aber tatsächlich keinen einzigen gelesen. Ich glaube auch bei einem Reread käme eher wieder das Hörbuch zum Einsatz, aber es ist definitiv eine Highlight-Reihe, die ihren Platz wirklich verdient hat im Regal und ja, die ja, ich einfach viel besser fand und es nie erwartet hätte, dass ich hier eine Highlight-Reihe finde. Das Gegenteil davon ist jetzt natürlich ein Buch, das du viel schlechter fandest als erwartet. Und es gibt natürlich einige Bücher, die ich in meinem Leben abgebrochen habe. Ich habe damit auch überhaupt keinen Schmerz, wenn mich ein Buch in der Regel so nach einem Viertel nicht abholt, dann breche ich es auch ab. Ich bin da jemand, mir ist meine Lesezeit einfach viel zu schade. Ich bin da auch, ja, also habe damit überhaupt kein Problem. Und ja. Ich würde hier jetzt aber tatsächlich gar kein Buch nehmen, wo ich keine Erwartungshaltung hatte. Natürlich erhoffe ich mir von jedem Buch, dass es ein Highlight-Buch wird, aber das ist natürlich utopisch. Aber bei der Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, ich glaube, ja, da scheiden sich auch die Geister. Manche feiern es, manche sind total enttäuscht. Ich gehöre eher zur zweiten Fraktion. Ich ja, fand es tatsächlich nicht gut. Ich habe dem Buch, glaube ich, letzten Endes trotzdem irgendwas zwischen 2 und 3 Sternen gegeben, weil ich den Schreibstil von Matt Haig einfach toll finde. Ich hier auch die Idee großartig fand, dieser Bibliothek, wo jemand hinkommt, die sich gerade umgebracht hat, weil ihr Leben einfach nicht gut war, nicht schön war, sie krank war und sie da jetzt in diese Bibliothek kommt und kann jetzt Schubläden öffnen mit allen möglichen Varianten ihres Lebens, wo sie eben sagt, ich habe jeden Tag, haben wir ja hunderte bis tausende Entscheidungen, die wir treffen und jede hat ja irgendwie eine Auswirkung, manche eine kleinere, andere eine größere und wir tauchen in diese Welten ein und ich fand diese Umsetzung einfach schrecklich. Zum einen, und das davon konnte mich auch noch keiner
anderweitig überzeugen, ist einfach das Bild dieser depressiven jungen Frau für mich überhaupt nicht so rübergekommen. Man hatte eher den Eindruck, wie wenn sie einfach 2, 3 schlechte Tage hatte und jetzt sagt, sie bringt sich irgendwie um. Zum anderen hat mich einfach auch gestört, wie sie in diese Welten, in diese Schubladen hineingegangen ist, dass sie da total unwissend angekommen ist und sich ja erstmal irgendwie einen halben Tag zurechtfinden musste und dann auch viel zu oft schon gesagt hat, ach, das sieht jetzt trotzdem nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, ich gehe wieder. Ich bin mit der Protagonistin überhaupt nicht warm geworden. Vielleicht sollte das auch so sein. Ich habe überhaupt nicht nachvollziehen können, warum sie jetzt jede Welt, in die sie irgendwie kam, abgelehnt hat. Und ich bin da irgendwie nicht mitgegangen. Ich war sehr enttäuscht, weil ich mir nach Ich und die Menschen und zum Beispiel auch Echo Boy oder auch Wie man die Zeit anhält, ich da schon irgendwie eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich weiß auch nach wie vor nicht, was mir Matt Haig eigentlich mit dem Buch sagen möchte, dass einfach egal, wie ich mich entscheide, alles irgendwie schlecht ist. Ich weiß irgendwie auch nicht. Also meins war es nicht. Und hier ist tatsächlich, diese Erwartung war natürlich viel höher, als was ich dann irgendwie bekommen habe. Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch, das möchte ich vielleicht gar nicht abstreiten, aber ja. Dann ein Buch, das die Reiselust in dir weckt. Und ja, das ist definitiv immer wieder Eat, Pray, Love. Es gibt einige Bücher, die sich ums Reisen drehen und auf den Weg machen. Hier von Elizabeth Gilbert ist es aber so, dass sie uns wirklich auf ihre Reise mitnimmt. Wir reisen nach Italien zum Essen. Wir gehen beten in Indien. Genau, in einen Ashram und sind dann sozusagen glücklich und geliebt auf Bali. Und wir erleben hier eben ihre Gedanken, wie es ist. Sie war ja, glaube ich, schon Autorin ursprünglich, ne, in New York. Lässt sich scheiden und merkt irgendwie da, dass sie für jeden Menschen das ist, was er braucht. Nur ist sie für sich selbst nicht der Mensch, den sie gerne für sich hätte, der sie gerne sein möchte. Und dann begibt sie sich eben auf diese Reise und bringt uns in diesem Buch eben auch näher, was sie verändert, was da für Gedanken sind, was sich in ihr tut, wie sie das auch alles erlebt und wie sie dann am Ende irgendwo, ja, vielleicht doch sie selbst wird. Und das fand ich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und immer wieder hab ich da Lust aufzubrechen und essen zu gehen und beten zu gehen und dann meditieren und dann eben in Bali auch irgendwie das Ziel zu haben. Also das ist ein Buch, was mich immer wieder mitreißt, immer wieder so das Fernweh ein bisschen stillt, aber gleichzeitig man eben die Lust bekommt, auch zu reisen. Und kann ich auch den Film empfehlen mit Julia Roberts, gefällt mir auch sehr gut, ist nicht ganz so tiefgründig, muss er aber auch gar nicht sein wie das Buch. Und hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Also kann ich beides sehr empfehlen. Finde ich richtig toll, weil man schon die Quintessenz definitiv in dem Film auch mitnimmt und spürt und was das für Veränderungen in ihr ausmacht. Und ja, man das wirklich gut umgesetzt hat. Dann 13. Ein Buch, das dich zum Umdenken gebracht hat. Und da könnte ich jetzt natürlich unglaublich weit nach hinten gehen von Büchern, die ich mal über Yoga gelesen habe, über Meditieren, allerhand anderen Dingen. Ich möchte aber Magic Cleaning tatsächlich vorstellen von Marie Kondo aus dem Jahr 2013. Habe ich damals, glaube ich, als E-Book gelesen. Ich habe es zumindest nicht mehr im Regal. Deswegen blende ich es jetzt auch einfach ein. Und für mich hat damals so ein bisschen der Weg eingeschlagen, was das Thema Konsum angeht, Konsumieren von Gütern, von Kleidung, Schuhen, Taschen, Uhren, Nagellacken, Make-up und so weiter, wo ich einfach ins Umdenken gekommen bin. Das war für mich dieses Magic Cleaning von Marie Kondo wirklich so dieser Anstoß, dass es nicht immer nur ums Aussortieren geht. Das macht natürlich Marie Kondo. Die hat einen sehr eigenen Weg, wie sie Dinge aussortiert, wie sie Dingen einen Platz gibt, wie man die wertschätzt, wie man sich dafür bedankt, dass der Gegenstand hier war und einen bis zu jetzt eben glücklich gemacht hat und ihn man dann im Grunde aussortiert. Das fand ich tatsächlich, jetzt unbedingt das Bedanken, finde ich, ist nicht so ganz meins, aber das fand ich einen sehr guten Ansatz, dass man Dinge eben auch möglichst immer an einem Platz hat, dass nicht überall irgendwo Dinge verteilt sind, die eigentlich zusammengehören, also wie eben Bücher stehen in einem Bücherregal und nicht im Küchenschrank, im Badregal oder am Nachttisch 5 Varianten von irgendwas
also dass man da ein Buch liegen hat, okay, ne? Aber dass man das eben nicht dort aufbewahrt. Das waren wirklich Ansätze, die ich spannend fand, auch diese Art, dass man eben Zimmer für Zimmer macht oder auch Gegenstände für Gegenstände. Wie sie da rangegangen ist, das fand ich wirklich mal etwas anderes, was wahrscheinlich auch daher liegt, dass es eben eher aus dem asiatischen Bereich kommt. Das fand ich wirklich toll. Und dann eben wirklich dieses Schalter umlegen, dass es nicht darum geht, zweimal im Jahr auszusortieren, sondern sich vorher schon zu überlegen, was man sich kauft. Und das hat für mich, glaube ich, tatsächlich da vor fast 10 Jahren, nicht ganz, aber irgendwie angefangen. Und das ist bis heute noch so. Natürlich grenze ich Bücher durchaus aus. Ich meine, das sieht man ja. Ich zeige euch hier meine Neuzugänge, was ich lese, was ich kaufe, was ich bekomme. Und für mich sind Bücher immer Dinge, die ich liebe, wertschätze und wo ich eben auch einfach weiß, ich werde die benutzen, ich werde die lesen und bin da auch mittlerweile viel strikter, was das Aussortieren angeht, dass selbst Highlight-Bücher herausgehen, weil ich weiß, ich werde sie kein zweites Mal lesen. Also gerade bei Thrillern, wo ich einfach weiß, die liest du kein zweites Mal mehr. Und da können die noch so gut gewesen sein. Wenn es jetzt nicht wirklich irgendein Herzensthema ist, dann würde das auswandern. Und bei Büchern, da würde ich immer die Grenze für mich setzen. Ich miste aus. Ich überlege natürlich vorher auch schon, muss ich es schon als echtes Buch haben oder hole ich es mir digital? Das ist zum Beispiel so, ja, mein eigener Kompromiss in dieser Sache, dass ich eben sage, ich muss nicht das Regal voll haben. Ich möchte auch keine Sammlung, ich möchte Lieblingsbücher haben, nicht ein ganzes Zimmer voll Bücher und eine Bibliothek. Der Mensch bin ich einfach nicht oder nicht mehr. Das war mal eine Wunschvorstellung von mir, aber mittlerweile nicht mehr. Und so ist das auch mit vielem anderen. Also es gibt nur so ein, zwei Schwächen neben den Büchern, aber bei vielen anderen Dingen bin ich wirklich so, brauche ich das? Werde ich das nutzen? Klamotten, Schuhe, Taschen, also das sind wirklich so diese Konsumgüter schlechthin, wo ich mich auch wirklich immer frage, wird dich diese 5. Strickjacke jetzt glücklich machen? Wirst du die so oft tragen oder die anderen, die du hast? Oder ja, musst du jeden Trend mitmachen und so weiter? Das sind so Themen. Ich spreche jetzt auch nicht von Gebrauchsgütern, ne? Also dass man, keine Ahnung, eine Tagescreme braucht, das ist einfach so, oder ein Shampoo, ne? Aber ja, das hat für mich definitiv mit Marie Kondo angefangen, eben eigentlich das Übel an der Wurzel zu packen und nicht immer nur ans Ausmisten zu denken, sondern eben schon vorher ans Kaufen. Und ja, das hat mich definitiv zum Umdenken gebracht. Und das letzte Buch im heutigen Video ist dann ein Buch, das du nicht vergessen kannst, niemals vergessen wirst. Und natürlich waren jetzt schon einige Highlight-Bücher dabei, wo ich einfach sage, das sind Reihen, das sind Geschichten, die mich sehr, sehr begleiten. Es gibt viele Welten, in die ich nachts springe, wenn ich träume. Ich bin da wirklich ein sehr träumiger Mensch, der wirklich auch in diesen Buchwelten unterwegs ist. Ich glaube aber, ein Buch, was in letzter Zeit oder sogar schon ein bisschen länger immer wieder mehr in meine Erinnerungen aufkommt und ich einfach nicht vergessen kann, ist die Passage-Trilogie. Und die Spiegelstadt steht jetzt als Stellvertreter hier von Justin Cronin. Das ist eine Reihe, wo ich manche Szenen heute noch bildhaft vor mir sehe, auch wenn wir hier ja so eine postapokalyptische Geschichte haben, wo die Menschen irgendwie zu einer Art Vampire werden, wo wir Überlebende begleiten, wo wir Amy begleiten, das junge Mädchen, was sowohl auf Cover 1 wie 3 ist und die eben auch etwas Besonderes ist und wir einfach so Menschenschicksale haben, Menschengeschichten haben, aus unterschiedlichen Perspektiven diese Danachwelt erleben und das hat mich damals unglaublich gefesselt und ja, es sind wirkliche Wälzer, aber ich habe da so viele Erinnerungen dran, ich habe so viele Szenen vor mir und mich lassen auch einige Dialoge nicht los, einige Sachen, die passiert sind und ja, die Reihe schreit förmlich nach Reread, das muss ich ganz klar sagen und ja, also das ist wirklich so ein Buch, was sehr tief gegangen ist und ja, hier auch einfach zu der Antwort ja, definitiv passt oder zu der Frage, muss man ja sagen. Und das waren sie jetzt, die ersten 14 Bücher. Es folgt ein zweiter Teil. Ich bin sehr gespannt,
mit welchen Büchern ihr vielleicht die Fragen beantwortet hättet. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Vielleicht auch, wie ihr manche meiner Antworten fandet, ob ihr da mitgeht, ob ihr anderer Meinung seid. Ja, lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Ich danke allen nochmal, die ja so ein paar Ideen auf Instagram dagelassen haben, sodass ich diese beiden Videos jetzt sozusagen mit Fragen und dann auch Antworten füllen konnte. Ihr findet Bücher und Instagram und alles andere auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.